Moinsen, liebe Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last Witcher 3. Wir können doch noch was nehmen. Monsterblut, Monsterknochen, Wyvern-Eye. Also hat sich doch gelohnt. Sieht nach Regen aus. Ja, schlaues Büschchen, Geralt. Jetzt müssen wir schauen, wo es plätzt. Wir müssen ja weiter. Wir wollen endlich mal hier wieder weitermachen. Fliegende Fäuste in Velen. Da haben wir noch ein Stückchen vor uns. Und da werden wir auch, denke ich mal, uns ein klein wenig erleichtern, in dem Sinne, dass wir hier wieder Waffen etc. verkaufen. Nicht so schnell, Plätze. Komm, die ganzen Kräuter schießen mich tot, die lassen wir jetzt mal außen vor. Folgen wir mal einfach diesen Weg. Na. Plätze heute auch ein bisschen wild unterwegs. Aber was soll's. Das ist ein ziemlich weites Stück, wie ihr sehen könnt noch. 1300 Meter. Aber mit Plätze kein Problem. So, aber hier gibt es auch schon keine Zeitreise, ne? Dass wir hier Zeitreisen können. Schade, schade, schade. Wir laufen hier ein bisschen abseits gerade, wie ich sehe. Jetzt läuft's wieder. Ah, sind wir doch schon unter die 1000 Meter Marke. Jetzt ist der schon wieder da. Mach langsam. Alter Verwalter. Mäuse mögen, aber da drüben ist eine Brücke. Beweg dich! Ich komm jetzt. Und ich weiß ja immer noch nicht, ne? Ob Plätze ein Hengst ist oder eine Stute. Auf jeden Fall will er hier nicht rauf. Wir reiten dem Sonnenuntergang entgegen. So, da hinten ist, glaube ich, schon Velen. Wenn ich mich nicht recht irre, oder? Hier ist doch noch ein bisschen weiter. Ist doch noch ein kleines bisschen. So, 500 Meter. Halt. Gut, ich könnte das natürlich auch rausschneiden. Aber ich bin eigentlich kein großer Freund vom Rausschneiden. Und so ist halt das Spiel, ne? Hier hätte ich jetzt Schnellreise machen können. Aber egal. Wie gesagt, besuchen wir jetzt erst einmal, denke ich mal, den Händler. Dann machen wir ein bisschen Faustkämpfe, dann erleichtern wir uns noch davor ein wenig. So, und sind ja auch schon gleich da wieder. Yeah, Velen hat uns wieder, liebe Freunde. Endlich. Und da ist der Händler, den werden wir gleich aufsuchen. Hier im wunderschönen Velen. Was für ein Guss. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Gewinnt, nee, habe ich keinen Bock. Zeig mal, was du anzubieten hast. Boah, 139, ey, was geht? Der hat ja gar nichts, ne? Nein! Der hat gar kein Geld, der Kerl. Shit. Ist da. Ich hatte ja kein Geld, na toll.
Und was ist da drüben? Ist da auch noch ein Händler? Ich glaube aber nicht. Nein. Ja, da haben wir hier mal was. Ach, da war ich glaube ich schon mal. Ich weiß nicht, füllen die es dann irgendwie wieder auf oder so? Bitte, meine Herren. Schnell wie der Blitz. Flink wie ein Ford. Auf geht's. Ach Gott, das ist jetzt schade, ne? Ich gehe mal zum Waffenschmied. Vielleicht kann ich da ein bisschen Geld unter die Leute bringen. Aber sieht auch nicht so aus. Gut, dann werden wir doch den Faustkampf machen. Jetzt kommen die Würmer raus. Ja, ne? So, Freunde. Da die Leute hier feinde. Nee, ich hab nichts getan. Ist vielleicht ein Fremder mutig genug? Buchmacher, auf geht's. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Mike Dyson oder was? Wie lauten die Regeln? Es wird hauptsächlich mit den Fäusten gekämpft. Aber ein gelegentlicher Tritt in die Eier wirft auch keine Fragen auf. Besiege Jonas, dann den Schmied und dann Stan Fischfresser. Dann darfst du gegen den Feldwebel antreten, den Meister von Wählen. Welche Taste ist die? Ich trete ihn in die Eiertaste. Wetteinsatz, Alter. 50. Volle Bulle. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Kriegt ein paar auf seine Jonasnüsse. Freundlich. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Oh, jetzt habe ich aber Angst, ey. Pau aufs Maul. Ui, der ist nackig. Das ist alles. Das ist alles, Jonas, Alter. Faust des Südsterns, geil. Ist der tot? Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Wählen? Wer weiß? Du musst noch gegen den Schmied antreten. Schieb das nicht auf. Sehr cool. Oh, Stufe 13. Es geht voran, Freunde. Es geht voran. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Was? Moos Taverne. Und 25 Erfahrungspunkte auch noch bekommen. Sehr schön. Und 100 Kronen. Jo, es hat sich gelohnt. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versorgen. Besiege den Schmied, machen wir das auch noch? Komm, das machen wir auch noch. Ich ruf mal Plötze her. Aber der hört nicht. Der hört einfach mit, der Kerl. So, auf. Komm, machen wir die Faustkämpfe. Beweg dich. Machen wir die nochmal alle durch da. Sind wir gerade so gut drauf. Vielleicht gibt es auch dann da noch einen Händler bei dem. Das wäre natürlich sehr schön. Könnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber Schmied, ne? Die haben schon Kraft eigentlich. Okay, lassen wir uns überraschen. Dann gehen wir hier querfeld ein. Aber Plätze mag nicht so richtig. Eieiei, das nervt halt. Komm schon, Plätze. Was sind das hier für Steine? Für Felsen. Stonehenge für Arme oder was? Was ist denn mit Plätze heute los? Ganz komisch so heute auf. So. Ihr Wichser. Na komm schon. So. Gerde des Liebe, stumpfes Beil, alles dabei, jawohl. So, Plätze.
Auf ein neues. Haben die mich doch genervt. Oh, schon wieder in der Sumpfgegend. Aber da reiten wir schnell durch. So, und da vorne ist es schon. Langsam, langsam. Ach, das ist doch... Wenn es nicht bald zu regnen aufhört, Thorsten... Ja. Was war das? Mittelhain? War das Mittelhain? Ich steck mal lieber die Axt weiter weg. Weiter so, Plätze. Mach langsam. So, wo sind die? Der kotzt da halt. Wo ist da der Faustkampf? Ist der hinterm Haus? Hey, der andere muss gleich kotzen hier, was? Was seid ihr für welche? Die kämpfen hier hinten. Wo ist der Buchmacher von euch? Sein Kopf würde sich prima handeln. Da ist er. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Jo, immer her damit. Wow, da machen wir gleich mal 70, ne? Die volle Packung hier. Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Was ist denn das für ein Vollpfosten? Boah, der hat schon mehr drauf, der Kerl. Aber ich habe noch mehr drauf. Ja. Läuft! Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Wenn du den amtierenden Meister suchst, dann geh nach Krähenfels und frag nach dem Feldwebel. Cool, kämpfe gegen den Feldwebel um den Titel. Weil das ist doch geil. Das versuchen machen wir. Sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Sei gegrüßt. Servus. Ja, ich trinke mal einen Schluck. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Ach, da kann ich sowas kaufen. Oh Mann. Oh, der hat Karten. Warte mal, ich muss kurz was trinken. Entschuldige. So, weiter geht's. Ach, hier ist das noch. Alter, da habe ich Gewinnkarten neu, wie es aussieht. Jo, haben wir hier. Kaiserreich Nika, Stärke der Einheitenkarte 6. Jo, die nehmen wir doch alle mit, oder? Die nehmen wir alle mit. Kaiserreich Nilfgaard. Kaiserreich Nilfgaard. Anführer sogar. Alchemie-Zutat. Was kostet das? 480? Ist aber viel, ne? Markhammer Schnaps, Kirschlikör, redanischer Kräuterschnaps. Kann ich dem eigentlich was verkaufen? Jo, kann ich sogar. Kann ich sogar. Aber nicht das, was ich eigentlich möchte. Obwohl, wir könnten ihm ja... Mitternachtserscheinung. Hey, wir haben so viel, ne? Ich brauche echt einen Händler. Danke. Leb wohl. Einen vernünftigen Händler wäre nicht schlecht. Komm, geh weg. Woher kommst du? Hopp, jetzt machen wir noch den Kampf hier. Um den Titel von Wählen. Komm schon, Plätze. Kommt das Reiten hier auch noch, Freunde? Sind ja nur 500 Meter.
Ist ja gleich um die Ecke, sag ich mal. So im Verhältnis zu der Welt allgemein. So. Ey, Stinky. Alter. Zu Affe tot, Freunde. Du bist ja auch nur so einer, ne? Nein! Komm schon. So. Streitkolben, komm. Jetzt sind wir sowieso schon sowas von voll. Jetzt ist es auch wurscht. Kommt es aufs ein oder andere Kilo auch nochmal drauf an. So, Plötze, wo bist du? Reiten wir weiter. Ich glaube, wir müssen auch jetzt wieder zurück, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass wir jetzt da auch wieder zurückgehen? Sehr schön, heute kleine Boxerrunde. Und es regnet in Strömen. Da hängen es wieder alle rum. Also ich bin total falsch hier, ne? Wo muss ich hin? Ist da der Feldwebel? Halt. Ist der da im Burg des Barons? Kann das sein, aber hier gibt es auf jeden Fall Händler. Hier gibt es auf jeden Fall Händler, Freunde. Soll ich dir in den Arsch treten? Was für ein Kuss. Sagst du uns, wo das Geld ist? So, wir reiten mal hier. Ich gehe zu dem Händler, bitte, bitte. Hoffentlich kann ich da was machen. Wenn nicht, muss ich bei dem drinnen. Mal nachfragen und anklopfen. Der ist wohl im Haus drin. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Servus. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ja. Zeig mir deine Waren. Bitte, hoffentlich hat er Geld, 160, na immerhin. Ui, das behalte ich doch. Ich verkaufe mir mal das alles. Kann ich da nur handeln mit ihm oder? Plus 3 kommt, das verkaufen wir auch. Okay, wenigstens ein bisschen was bei ihm verkauft. Wow, die sind nicht schlecht. Die verkaufen wir den noch. Und den noch. Und mehr geht nicht, ne? Ja, 4. 5 hat er. 7, 5. 3. Jo, komm, verkaufen wir. So. Lebt wohl. Können wir wenigstens wieder schnell rennen? Oh, aufnehmen, was haben wir da? Eine Wasserflasche, ne? Können wir doch gebrauchen. Du kommst mir bekannt vor. Ja, ich war schon mal hier, Freunde. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Haben die Leute was gegen deine uncoolen Sprüche?
Ja, ich kann wieder rennen. So. Was faselst du da? Feldwebel, wo bist du? Ich schau mal, ob ich da noch was machen kann. Mann, dreht sich mir die Birne. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Selbstverständlich. Zeig mir, was du hast. Boah, 1300 Ding, da können wir doch alles verkaufen hier, Freunde. Da können wir doch alles verkaufen. Wann die auf einmal so viel Geld her, sag mal. Die Rüstung, Alter, ne? Verkaufen wir die? Komm, die verkaufen wir. Schuhe verkaufen wir. Axtkämpferhandschuhe. Ja, verkaufen wir, komm, was soll's. Was haben wir noch hier im Angebot? Oh, der hat noch so eine Tasche. Kapazität der Satteltasche. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt kaufe, habe ich da noch mehr? So, weißt du schon, was ich meine? Hm, die Scheuklappen sind nicht schlecht. Nilfgaardischer Sattel. Ich weiß nicht. Oh, da haben wir noch eine Karte, eine Gwindkarte. Finte. Aber wir können doch, ich guck mal noch mal drüben nach. So, was haben wir hier alles noch? Na, hier können wir eigentlich nicht großartig noch was machen. Doch, da verkaufen wir 13. Da verkaufen wir auch 13. Da verkaufen wir 7. Da verkaufen wir 15. Oh, von den Pilzen haben wir viel, alte Verwalter. Davon verkaufen wir 40. Was ist das? Zwergenschnaps. Alter. Da verkaufen wir 50 davon. Da verkaufen wir. ...35 davon. Komm, verkaufen wir hier auch noch was davon. Wenn der jetzt schon so viel hat, ne? So viel Geld. Dann ist es ganz legitim und dann können wir uns auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ich denke, ich werde jetzt nochmal hier für Plätze was kaufen. Und zwar die Scheuklappen. Und der Nilfgaardische Sattel. Und ich denke... Aber die habe ich ja schon, die Nilfgaardische Satteltasche, ne? Auf Wiedersehen. Schaue ich jetzt nochmal kurz ins Inventar nach. Die müsste ich eigentlich haben, ne? Ne, Nilfgaardische Satteltasche, genau. Ja, dann ist es gut, dass wir es nicht gekauft haben. Und ich sehe, wir können wieder lesen, einen Haufen. So, und rüsten uns damit aus und mit diesem Sattel. Sehr cool, dann können wir ja die anderen verkaufen. Nochmal bei ihm, ne? Ich will. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Weil brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Zeig mir, was du hast. Hm, wird heute wieder auch eine bisschen längere Folge, Freunde. Ja, dann verkaufen wir das
Und das, so. Oh, die Pfeile, ne? Sind ja eigentlich auch nicht schlecht. Haben wir den Scheuern, haben wir 23 Mal und den haben wir 30 Mal. Oh, ist aber auch ziemlich teuer, ne? Das ist... Gut, machen wir jetzt noch den Faustkampf in dieser Folge und dann, denke ich mal, werden wir auch als Sieger vom Platz gehen. Ah, Hexer, hallo. Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Für seine Frau natürlich. Ich weiß. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Was meinst du? Der Baron hat mir das Kommando überlassen. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Sie morden und plündern. Das ist die neue Ordnung. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Ihr Gammler. So. Dieser Baron, Alter, was ist das für ein Tyrann? Wahnsinn. Seht nur, gute Leute, endlich ein würdiger Gegner für den Feldwebel. Der Sieger wird der Meister von Weben sein. Echt? Ja. Langweilig wie Erbsenzähne. Der Hexer hat bisher jeden weggeputzt. Wer weiß, vielleicht schafft er dich auch. Kann ich da nicht ein interagieren? Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann. Hetzerle. Bin bereit. Ha! Wen haben wir denn da? Der Baron ist nicht da, aber das Geschäft scheint zu brummen. Die Leute sind auf Faustkämpfe schärfer als je zuvor. Na, dann wollen wir mal, ob ihr dann auch noch so scharf drauf seid. Volle Pulle, oder? Wetteinsatz festlegen, freilich 80. Fangen wir an. Na schön, komm zu Papi. Ja, der Arsch versohlt jetzt, Freunde. Ui. Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Du wirst es nie lernen. Das ist alles, Junge. Yeah! Welch ein Kampf! Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Welen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend, in Skellige auch. Geil, Freunde! 75, yo! Und 160 Kronen erhalten. Liebe Freunde, dann war's das für diese Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Witcher 3. Macht's gut. Ciao.